eigentlich gerne hätte. Oder, also das ist für die Gruppe nicht gut, für die Dynamik. Das ist, glaube ich, ganz gut verständlich. Aber heißt das nicht auch, dass wir Leute alles teilen sollten? Vielleicht heißt das so, aber darauf pfeifen offenbar noch mehr Promis. Okay. Olivia Newton-John hat jetzt in einem Interview erzählt, ihr Ehemann kannte Grease nicht. Was? Nie gesehen. Olivia selbst hatte damit kein echtes Problem. Aber als das Paar dann irgendwann mal bei ihrem Grease-Filmpartner John Travolta zu Gast war, der hat das rausbekommen und dann musste Olivias Mann sich den Film erstmal angucken. Und ich meine damit sofort. Ja, ist klar. Ich stelle mir das so lustig vor, die kommen dann an. Travolta, guten Tag. Newton-John, guten Tag. Und was machen Sie so beruflich? Sehr, sehr schön. Macht Sinn. Ja, wie auch immer sein mag, mittlerweile hat er Grease gesehen, wahrscheinlich ist es gefallen. Noch mehr Neuigkeiten aus der Promi-Welt, zusammengestellt von Katrin Schüssler auf WDR4.de.